Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu einer weiteren geilen Runde. Gothic 3 in der Balance Ultimate Mod. Ja, zwei Themen erstmal, bevor ich loslege. Das erste Thema, ich habe mit großer Sorge festgestellt, dass unter den ersten 5 bis 10 Videos öfters mal kommentiert wurde, dass die Lively Towns Mod bei mir doch nicht richtig funktioniert oder nicht drinnen ist. Das habe ich mehrfach gelesen und habe dann mal so ein bisschen gegoogelt und mal geguckt, konnte da jetzt aber keine richtige Lösung oder keinen richtigen Ansatzpunkt finden. Und dann habe ich einfach mal zusammen mit Jorgenson durch Zufall mal reingeguckt, denn der hat mir noch eine coole Mod empfohlen, da komme ich gleich noch dazu. Und habe dann mal mit Jorgenson reingeguckt und der hat mir allerdings gesagt, nee, du hast schon die Lively Towns Mod, aber halt eine andere Version. Und ja, da Jorgenson ziemlich oft Gothic 3 jetzt schon gespielt hat und auch mit vielen Mods schon hantiert hat, glaube ich ihm das. Und daher gehe ich davon aus, dass ich die Lively Towns Mod besitze, nur eben eine andere Version. Er hat auch zu mir gesagt, ich soll froh sein, dass ich nicht die gängigere Version spiele oder die er gehabt hat. Denn viele NPCs, die dann in den Städten und Dörfern... Musik ist gerade sehr laut. So, denn viele NPCs, die durch die Mod neu dazukommen sollen und auch Quests haben, sollen sehr, sehr schlimm sein. Also er hat mir gesagt, er ist froh für mich, dass ich das nicht habe. Und ja, daher ist es wohl vielleicht sogar besser für diesen Spieldurchlauf, dass ich diese überflüssigen Quests nicht habe, die wohl direkt aus der Hölle kommen sollen und auch so vertont sein sollen durchs TTS. Dementsprechend bin ich da ganz froh drum, dass ich wohl offenbar eine abgespecktere Version der Lively Towns Mod habe, eine Lively Towns Mod in Light quasi. Und ja, also daher, Lively Towns Mod ist wohl vorhanden, nur eine andere Version, abgespeckter, und ich soll froh darüber sein und ich bin es auch drüber, ehrlich gesagt, weil wenn Jorgenson sagt, dass das ein Fiebertraum ist, dann glaube ich ihm das und ja, gut, soviel dazu erstmal. Das zweite Thema, ich habe oft gelesen, dass viele von euch jetzt anhand meiner Modliste auch versucht haben, einen neuen Spielstand zu starten und sich da mega drüber freuen. Das freut mich natürlich sehr, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Da Dankeschön und freut mich, dass ich euch inspirieren kann, Gothic 3 auch nochmal zu spielen. Und da haben einige auch geschrieben, dass wohl die deutsche TTS nicht so funktionieren würde. Das haben auch mehrere Leute geschrieben. Und daraufhin habe ich jetzt nochmal geguckt, nach einer Lösung geguckt und habe auch schon jeweils in den Kommentaren geantwortet. Und zwar habe ich aus dem World of Gothic nochmal eine Seite gefunden, die wohl nochmal separate deutsche TTS mit zur Installation bereitstellt. Also ich werde den Link entweder ab dieser Folge oder vielleicht auch schon früher, vermutlich wahrscheinlich schon früher, in die Videobeschreibung packen. Und dort könnt ihr euch separat die deutsche TTS nochmal runterladen. Ich habe das nochmal testen lassen, ob das klappt. Und es klappt wohl auch und daher, ja, einfach dort nach ein der Mist Mod... viel weniger. Guckt einfach nach der Mod-Komposition, die ihr habt und ladet dann dementsprechend die deutsche TTS-Dateien runter, packt ihn auch im Gothic 3-Ordner. Installationsanleitung findet ihr da drin auch geschrieben im WoG auf dieser Seite und dann sollte das klappen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Musik irgendwie lauter geworden ist. Aber ich habe eigentlich nichts daran jetzt hier geändert. Komisch. Ja. Genau, das waren so die zwei größeren Themen, die ich jetzt noch ansprechen wollte, bevor wir jetzt hier richtig loslegen. Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die so fleißig dieses Projekt verfolgen. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass die Folgen so gut geklickt werden und dass so viele Kommentare geschrieben werden, auch neue Leute, deren Namen ich so noch nicht gelesen habe, haben sich hierher gefunden. Da freue ich mich riesig drüber. Also an dieser Stelle dann nochmal herzlich willkommen. Dem hast du's gezeigt! So, das und wäre erledigt. Ja, ich hoffe, ich kann euch hier ein wenig länger unterhalten in diesem Projekt. Das wäre toll. Genau. So, tja, was machen wir heute? Heute geht's nach... Also Richtung... Monterra. Wir sind unterwegs nach Richtung Monterra, aber wir werden heute und wahrscheinlich auch die nächsten Folgen noch nicht in Monterra ankommen. Stattdessen werden wir wahrscheinlich erstmal zu den Waldläufern gehen. Beziehungsweise uns dahin kämpfen. Ach, dammit. Armbrust schießen will gelernt sein.
So, das war's mit dir, du Mistvieh. Boah, ich muss echt sagen, ich bin so froh, mit Copper hier unterwegs zu sein. Dass der nimmt mir hier viel Stress ab. Viel Arbeit ab. Ich habe auch sehr geteilte Meinungen gelesen in den Kommentaren über den Schwierigkeitsgrad. Also viele haben gesagt, boah, dass sie, also manche, nicht viele, manche haben gesagt, so, dass sie das nicht so geil finden, wenn ich mich so lange mit den Kämpfen aufhalte und wenn das so schwer ist und ich dann 10-mal am selben Gegner da rumhänge und so. Andere haben gesagt, die gucken sich jetzt extra das Projekt an, weil es eben so schwer ist. Sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht geguckt. Also ich bin da so ein bisschen im Spagat unterwegs. Aber ich bin froh, dass ich bis dato alle Kämpfe, bis auf einen Testkampf, auf schwer mit alternativer KI geschafft habe. Das alternative Balancing ist aus. Ich glaube, wenn ich das noch angehabt hätte, wäre ich jetzt immer noch in ADA, glaube ich, und würde noch am ersten Kampf rumhängen. Guck mal. Boah, wie die mir ausgewichen ist. Oh, das gibt's nicht. Dammit. Manche hatten auch geschrieben, das fand ich sehr interessant, dass die alternative KI wohl buggy sein soll und dass ich deshalb oft nicht sehe, wann die KI dodgt, also wenn die Gegner dodgen und blocken und so weiter. Das würde wohl durch die alternative KI kommen. Daher würde ich jetzt einfach mal frecherweise, testweise für ein paar Folgen die alternative KI deaktivieren, einfach mal um zu gucken, wie das... wie sich das ausmacht, also wie das sich anfühlt, ob ich einen großen Unterschied spüre oder nicht. Wenn ich jetzt keinen großen Unterschied spüre, dann würde ich die wahrscheinlich wieder anmachen. Wenn es wirklich sehr viel einfacher ist, okay, dann behalte ich das mal im Hinterkopf. Weil ich habe ja gesagt vor einigen Folgen, dass ich, wenn ich an Orte komme, wo es einfach zu krass ist, also wo ich einfach zu lange an irgendwelchen Kämpfen da sitze und es einfach zu schwierig ist, dass ich mir dann auch vorbehalte, dann auch mal... ja, den Schwierigkeitsgrad runterzudrehen. Aber wo möglicherweise... Vier Herz. Lecker. Aber möglicherweise würde ich dann erstmal einfach nur die alternative KI ausmachen und den Schwierigkeitsgrad auf schwer belassen. Also, da haben wir im Zweifel nochmal ein bisschen Möglichkeit. Okay. Jetzt habe ich schon 7,5 Minuten einfach nur gelabert. Logischerweise ist ja auch ein Gameplay-Let's Play-Projekt. Da wird viel gelabert, aber jetzt habe ich schon eine... Ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Das kann man und so ein bisschen sagen. So. Ja, ich überlege, ob ich... Wie nah ich mit Copper an den Bauernhof rangehe. Bin ich ehrlich gesagt am überlegen. Tja, wir werden sehen. Tja, Thaddeus. Okay. Ja, in diesem Gewässer waren sehr, sehr viele Lurker. Ach, und jemand hat mir auch geschrieben, Asche auf mein Haupt, jetzt habe ich den Namen leider nicht parat gerade. Habe ich gestern erst gelesen oder heute Morgen in den Kommentaren gelesen. Man so, kriegt das war's mit dir, du Mistvieh. Einen Akrobatik-Boost oder halt dieses Talent Akrobatik, wenn man hier vorne die Klippe runterspringt, den Wasserfall runterspringt, da fällt man so lange, dass es dann wohl einen Akrobatik-Skill gibt. Und zwar... Hier, Akrobatik. Dafür bräuchte ich im Normalfall 75 Jagdgeschick. Also ich könnte es wohl lernen mit 10 Lernpunkten, aber wenn ich das for free bekomme, ja, wäre ich ja blöd, wenn ich das lernen würde. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also super guter Tipp an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ich lese mir generell alle Kommentare durch. Also wenn ihr einen Kommentar schreibt, ich aber nicht sofort antworte, dann heißt das nicht, dass ich den Kommentar nicht gelesen habe. Dann heißt das einfach nur, dass ich einfach keine Zeit hatte oder vielleicht nur mit dem Handy den Kommentar gelesen habe. Mit dem Handy antworten ist jetzt nicht so mein Ding. Liegt einfach daran, dass ich übermäßig fett bin und mit meinen Wurstfingern da schwer auf dem Display da rumhantieren kann und ich da mit meinem dicken Daumen immer 3 Buchstaben erwische. Wenn sich manche fragen, meint er das jetzt ernst oder ist das nur Spaß? Ist teils, teils. Also, ich krieg schon noch eine vernünftige Kommunikation übers Handy hin, aber meistens lese ich mir immer nur Kommentare übers Handy durch, wenn ich unterwegs bin und zum Antworten will ich mir eigentlich immer gerne Zeit nehmen. Und dementsprechend, ja... Wundert euch nicht. So. Oh, das ist aber schön. Da kommen mir direkt 2 Hirsche entgegen. Die bitten ja quasi förmlich darum, abgeschossen zu werden. Damn, boy. Das war ein sauberer Headshot. Ja, weil ich auch gelesen hatte, jemand hat sich davon sehr verletzt gefühlt,
dass ich nicht die Jagdtalente gelernt habe, um die Viecher einfach so kille ohne Felle und Trophäen zu nehmen. Ja, das liegt halt einfach daran, dass die Abstimmung... Oh nein, was habe ich getan? Kopper, komm zurück! Ach Gott sei Dank. Ich hatte kurz gedacht, der rennt jetzt auf diesen Hof. Ja, ich muss jetzt mal speichern. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt Magier-Krieger werde. Das wurde in der Abstimmung so gewählt. Wäre ich wohl Bogenschütze geworden zum Beispiel, hätte ich auf jeden Fall die Jagdtalente geskillt. Hätte ich auf jeden Fall gemacht. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem hier nah genug... So, komm, Kopper, bleib mal hier stehen. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Dann rede ich mal ganz kurz mit diesem Bengel dort. Diesem Söldner. Ich habe Angst, dass wenn ich mit Kopper zu nah rangehe, dass die sich bekämpfen. Das will ich nicht. Moment mal. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Wobei, warte mal. Das war eigentlich eine dumme Idee, weil... Der gibt mir doch jetzt dieses Zeitlimit, dass ich mich bei Marek in Monterra melden soll. Scheiße, das hätte ich nicht tun dürfen. Nimm den Mund nicht so voll. So, so. Du meinst, ich hätte Angst vor dir, was? Ich werde dich schon zur Arbeit bringen. Du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marek, dem Anführer der Orksöldner in Monterra. Sonst gibt's Ärger, klar? Ah, das will ich eigentlich nicht machen, Mann. Zeig mir deine Ware. Ja, irgendwas, was sich lohnt zu kaufen, oder? Okay, nee, ich glaube, ich würde das nochmal kurz neu laden, weil... ich dieses Zeitlimit nicht machen will. Das will ich später machen. Von daher war das jetzt eigentlich gar nicht so smart, den anzuquatschen. Ja. Ah, da kommt der Hirsch nochmal. Gönne ich mir die Erfahrung. Let's go. Okay, dann gehen wir einfach an dem vorbei und ignorieren den einfach. Ja, spätestens vor Monterra werde ich Kopper dann nach Hause schicken wieder. Also in die Stadt werde ich ihn wohl nicht mitnehmen können. Genau, wir brauchten... Oh nein. Nein. Nicht so einen großen Bogen, bitte. Danke. Oder speichern wir kurz. Ja. Ja, spätestens vor Monterra muss ich ihn dann heimschicken. In die Stadt kann ich ihn wohl nicht mitnehmen. Aber das ist nicht schlimm. Boah, ich habe das im Gefühl, dass ich in diesem Playthrough werde ich so oft mit Companions spielen, ich sag's euch. Dem hast du's ein Mist viel weniger. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde so oft mit Companions spielen. So, die Steinwurzeln. Ich glaube, wir brauchen 20. Später für die Quest. Boah, ich überlege halt auch gerade, ne? Mist. Wenn ich da vorne die Klippe runterspringe, wo der Wasserfall runtergeht, dann wird Kopper wahrscheinlich nicht mit hinterherkommen, oder? Und das nächste Problem ist, wie komme ich dann... Warte mal. Ich müsste entweder nach Westen schwimmen an der Küste lang, um bei Treles wieder an Land zu gehen. Das wäre ein Problem. Oder ich müsste nach Osten schwimmen, um bei Kapdun hier wieder an Land zu gehen. Oh, fuck. Wie mache ich das? Ich glaube... Kann ich Kopper warten lassen, dass ich den vorne einfach an der Klippe hinstelle und sage, warte hier? Dann springe ich runter, teleportiere mich nach Ardea und laufe wieder den ganzen Weg zurück. Das würde ich nicht in der Aufnahme natürlich lassen, das müsst ihr euch nicht reinziehen. Aber ich glaube, so würde ich es machen wahrscheinlich. Oh nein, Kopper kann nicht schwimmen, oder? Die können alle nicht schwimmen, die Viecher, shit. Sehr belastend. Komm, du kannst damit rüberschwimmen, oder? Nee, der schwimmt echt nicht mit. Kopper kann nicht schwimmen. Na gut, dann werde ich jetzt mich wohl alleine um diesen Lurker kümmern müssen. Wie ist das mit Alternativen? Ohne Alternativen, KI. Es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie... Weiß nicht. Muss ein paar Kämpfe bestreiten, um das besser einschätzen zu können, was jetzt die großen Unterschiede sind. Das sind manchmal nur Nuancen, das ist wirklich Wahnsinn. Zu schwer. Dammit. Deine Mom ist... Zu schwer. Ich komme erstmal wieder rüber. Nicht, dass er sich hier despawnt oder so. Oh, ich habe ein leichtes Kribbeln im Hals. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich jetzt die Grieselkrätze erwischt. Warte hier. Ich halte hier die Stellung.
Komm mit. Alles klar. Kommst du jetzt wieder? Ja, okay. Wo? Ach. Ein Pferd! Da ist ein Pferd! Oh mein Gott, ich flipp aus! Es gibt Pferde? Was? Es gibt nicht wirklich Pferde, oder? Der reisende Ritter. Was für ein Mutiger, der sich so mitten ins Nirgendwo verirrt hat. Es kommt nicht oft vor, dass man hier draußen verzweifelte Typen wie mich findet. Mein Name bedeutet nichts, aber glaube mir, ich bin ein Mann mit vielen Talenten, der bereit ist, die Probleme anderer gegen ein angemessenes Geld zu lösen. Oft bedeutet es, jemanden zu finden oder zu begleiten, der nicht unbedingt in einem... Nicht in einem Rutsch. Du bist also Kopfgeldjäger. Hey Mann, sei nicht so kleinlich. Ich bin nicht stolz auf meine Arbeit, aber schmutziges Geld muss in die Taschen von jemand anderem wandern. Die Rüstung sieht mega cool aus. Die Rüstung sieht so cool aus, ich will den haben. Was machst du hier? Ich dachte, ich würde meine Knochen nach einer langen Reise wieder aufwärmen und meine... Schwalbe, weißt du, ist ein seltsamer Vogel, aber manchmal braucht sie auch eine Pause. Wenn du eine Pause brauchst, setz dich einfach zu mir ins Feuer. Ich bin immer bereit, über das Leben zu reden. Aber fuchtel nicht mit deiner Waffe herum, okay? Ich brauche Ausrüstung. Mein Freund, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Meine Karren platzt voll mit schickem Stahlkram. Junge. Daran wirst du keine Schwierigkeiten haben, eine Haarnadel zu finden, die deine Fähigkeit verbessern wird. Okay, ach was. Das wird ja immer besser. Und für die Liebhaber der Hammer- und Amboss-Magie gibt es hier eine Menge Reihe an Entwürfen. Entwürfe für bessere Rüstung. Sieh nur, wie leicht und natürlich sie mir passt, wie eine zweite Haut. Ha? Wenn du gut in der Schmiedekunst bist, kannst du sowas leicht herstellen. Die Rüstung sieht so cool aus, Mann. Ich will eine Rüstung für mich. Ich bin bereit, meine Geheimnisse zu teilen, wenn du genug Gold hast. Ich bin von dem Pferd gerade so schwer beeindruckt. Die Zeichnungen detailliert jeden Schritt des Schmiedens und Materialien. Wenn du alles auf einmal kaufen willst, nein, ich werde es in Teilen verkaufen. Außerdem brauchst du eine gute Grundlage für deine zukünftige Rüstung. Zum Glück für dich habe ich genau das Richtige im Angebot. Schon klar. Zeig mir deine Ware. Ach, oh mein Gott. Robuster Gammelrock. Oh, okay, er hat Sprengpfeile. Krass. Exquisites Langschwert. Oh mein Gott. Nordmar-Armbrust. Stab der Vergeltung. Friedensstifter. Dieser Lebade eignet sich sowohl zum Stoßen als auch zum Schlagen. Ist, glaube ich, eine coole Anspielung an Acholos. Waffensegnen, Zeitblase, Stahlbazinett. Braucht 230 Stärke. Aber 18.000 Gold ist schon stabil, ey. Großes Ei. Snapperschuppen, Erzrüstung. 120.000 Gold kostet das Schmiederezept. Och, Junge, Junge, Junge. Das ist der Helm, den er trägt. Boah, 10.000 kostet dieser Gammelrock. Ich will eigentlich alle haben. Alle Rezepte und alle Rüstungen am Ende des Tages. Was hat denn der so für Werte? Also die Rüstung ist besser. 30, 30, 25. Der hat 25, 25, 25. Tatsächlich wäre dieser Gammelrock gar nicht so gut. Ich würde den halt irgendwann nur kaufen. Zum Sammeln quasi. Boah. Andererseits, ich speichere mal ganz kurz. Kauf das Ding und guck mir das mal an ganz kurz. Das will ich sehen, wie es aussieht. Du bist in Ordnung. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das Ding ausschaut. Ah. So, Moment. Okay, ist tatsächlich wie so eine lederne Kluft quasi, wie so eine Art... Ja, das ist cool, ich mag das. Erinnert mich ein bisschen an Eddard Stark aus Game of Thrones, der hat in Königsmund auch quasi fast so eine gleiche Lederklamotte getragen. Wie mit so einem Waffenrock. Aber es ist ziemlich cool, also mir gefällt das sehr. Nur leider ist es nicht gut genug. Shit, meine Ork-Rüstung ist halt einfach besser. Also meine Ork-Söldner-Rüstung, deshalb... Ich will die aber später irgendwann, kaufe ich die mir nochmal. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt, kann das sein? Ja, ist es. So, da bin ich auch wieder. Also, ja, ich werde mir die Rüstung kaufen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Als Sammelmaterial. Ey, aber wie cool sieht denn bitte schön das Pferd aus?
Das sieht so gut aus. Aber ich glaube, reiten kann man es trotzdem nicht. Schade. Aber das ist echt nice. Also das feiere ich total. Das hat mich gerade, weil das ist so, das ist das Ungewohnste, was es gibt. So ein Pferd in Gothic 3, das ist genauso absurd wie... Ui, Alter. Das war's mit dir, du Mistvieh. Das ist irgendwie genauso absurd wie ein Cowboy mit einem Laserschwert oder so. Das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Und dass ich jetzt hier in der Welt von Gothic 3 sowas sehe, finde ich total faszinierend. Wäre jetzt halt wirklich noch 10 von 10, wenn man das Ding reiten könnte. Das Ding, ich meine das Pferd natürlich. Gut. Dann heal ich mich erstmal. Also das muss ich mir merken, der Kollege hat coole Rezepte. Dann könnte ich Copper eigentlich bei dem Ritter hier stehen lassen, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier weitergehe und meinen Akrobatiksprung hier runter mache, ehrlich gesagt. Dann kann ich den eigentlich mal wirklich direkt hier stehen lassen. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Ja, bleib mir aber im reisenden Ritter. Und um den Rest kümmere ich mich erstmal. Junge, wie schnell ich schwimmen kann, das ist Wahnsinn. Sehr schön. Cool. Ich weiß gar nicht, durch welche Mod der reinkommt, der Ritter, ehrlich gesagt. Ob das jetzt durch die Lively Towns Mod kommt oder durch irgendwelche anderen Mods, das weiß ich ja gar nicht mehr so genau. So, hier mal ganz viele Steinwurzeln, die brauche ich alle noch. Ja, hier runterspringen. Das is it. Boah, durch diese, genau, Jorgensen hat mir noch die Gothic 3 Inni, den Inni-Editor gegeben und damit kann man super weit gucken. Guckt euch das mal an, was man durch die Mod alles sehen kann jetzt. Ich kann nicht nur bis Lago gucken, da ja, dieses kleine Dorf da unten in dieser Bucht. Ich kann sogar bis fucking Morasul gucken. Bis Morasul. Das ist insane, die Sichtweite. Wahnsinn. Wenn ich will, könnte ich vielleicht sogar Teile von Bakarisch da erkennen, aber Wahnsinn. Diese Mod, die mir Jorgensen hier noch an die Hand gegeben hat. Ich packe euch das mal alles in die Videobeschreibung auf jeden Fall. Aber das ist ziemlich cool. Genau. Jetzt werde ich aber erstmal hier nochmal kurz die Seite checken. Ich glaube, hier war ein Schattenläufer. Gut, den werde ich jetzt zwar noch nicht schaffen, aber so ein paar Blutfliegen oder so. Die werde ich ja wohl hinkriegen. Bevor wir dann hier in dieses Tal reingehen, unter dieser Steinbrücke durch. Okay. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn man mit alternativer KI spielt oder ohne, ich glaube, ein großer Unterschied ist die Ausdauer. Ich glaube, man verliert mehr Ausdauer im Kampf gegen alternative KI als ohne. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt kaum Ausdauer verloren habe und somit viel öfter zuschlagen konnte. Oder kommt mir das nur so vor? Naja, ich teste das jetzt nochmal ein paar Folgen aus, also krieg ich schon irgendwie hin. Ich meine, da oben waren es Schattenläufer, deshalb gehe ich da jetzt mal besser noch nicht hin. Dazu bin ich noch nicht bereit. Jo, hier ist noch eine Hüttenwurz. Und noch eine... Oh, ein Messer, interessant. Ist das durch eine Mod gekommen, oder... War das schon vorher hier? Ja, darüber. Kann ich da jetzt noch hin? Mir diese Steinwurzel noch zu gönnen, oder? Ist hier schon Todeszone? Ja, sieht aktuell noch gut aus. Noch lebe ich. Ah, der Schattenläufer da oben irgendwo? Ah, da ist er. Ja, da sollte ich mal besser nicht zu nah rangehen. Ich glaube, der wischt mit mir den Boden auf. Egal, ob mit oder ohne alternativer KI, der macht mich fertig. So, hier habe ich mir jetzt einen schönen hohen Spot gesucht und hier, liebe Freunde, bringe ich jetzt runter. Akrobatik-Bonus, bitte sei mein! Okay, die Landung wird auf jeden Fall im Wasser sein. Aber einen Akrobatik-Bonus habe ich jetzt irgendwie nicht bekommen, oder? Also da müsste ja eigentlich irgendwie eine Meldung dastehen, oder?
kann auch nicht ins Charakter-Menü switchen oder so, um zu gucken. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht geklappt hat. Ich lade mal kurz neu rein und probiere es mal von einer anderen Stelle. Ich glaube, ich muss von der Mitte springen, zwischen den beiden Wasserfällen. Ich glaube, man kriegt das ab da oder also von dort. Wenn ich von dort runterspringe. Das heißt, ich muss dann nochmal rüber. Normalerweise würde mich die Strömung jetzt hier runterziehen. Aber sind wir hier in einer Fantasy-Welt. So, probieren wir es mal von hier. Ach Mist. Wo war das denn nochmal? Von wo kriegt man das denn? Muss ich von da oben springen? Okay, ich versuch's nochmal von da oben. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass man so einen Akrobatik-Bonus bekommt, wenn man hier von der richtigen Stelle runterspringt. Ich habe das auch ganz düster im Hinterkopf noch. Ist die Musik schon wieder lauter geworden? Ja. Ist einfach nur sehr präsent heute, die Musik. Oder vielleicht muss ich mich durch die Strömung runterziehen lassen. Vielleicht geht's dann, wenn ich von der Wasserströmung aus runterfalle. So, ich speichere hier nochmal. Ich probiere es jetzt mal von der Strömung hier. Ich lasse mich jetzt mal von der Strömung hier runterziehen. Hui! Tja. Eigentlich, das ist irgendwie seltsam. Ich versuche jetzt hier mal kurz irgendwo an Land zu gehen, um zu gucken. So. Nö. Okay, ich probiere das jetzt noch einmal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es vielleicht durch eine Mod entfernt worden oder so. Oder eine andere Mod hat das erst hinzugefügt und die fehlt mir jetzt hier gerade. Weiß ich gerade echt nicht. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Probier es jetzt nochmal von der linken Seite. Weil den Akrobatik-Bonus, den hätte ich schon ganz gerne, muss ich sagen. Da wäre ich schon hyped. Ich glaube, wenn ich da lang gehe, komme ich auch noch irgendwo hin, ne? Oh. Aber ich glaube, da gehe ich erst, wenn ich stark genug bin. So, wir probieren es jetzt mal von hier aus. Tja. Okay, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir sonst gerne nochmal in die Kommentare, von wo ich da genau runterspringen muss, um das zu erreichen, dieses Ziel. Weil ich weiß es jetzt nämlich gerade leider nicht so genau. Okay, naja, dann können wir mit Cooper weitermachen hier. Dann muss ich jetzt nicht nochmal den ganzen Laufweg hier her auf mich nehmen. Ja, also mein Highlight dieser Folge war definitiv dieser Ritter hier in seiner schillernden Rüstung. Komm mit, dann wollen wir mal. Und seinem Schlachtross. Supergeil. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich will nochmal kurz einen Reminder nochmal geben, kurz wegen der Rüstungen. Also ich will auf jeden Fall auf Schmiedekunst weiter skillen, um mir diese Rüstungen, die der da verkauft hat, selber bauen zu können. Da habe ich richtig Bock drauf. Sage ich euch, wie es ist. Das werde ich machen. Na gut, dann begeben wir uns jetzt mal hier in dieses Tal. Oh, ein Wildschwein. Das hält aber immer noch viel aus, das Vieh. Ein Mistvieh weniger. Die ist nicht ohne. Das ist schön. Dieser View ist einfach herrlich. Man muss sagen, Gothic 3 ist schon ein hübsches Spiel. In sich geschlossen gesehen ein hübsches Spiel. Stellt euch mal vor, es kommt irgendwann so eine Mod raus für Gothic 3, die das ganze Spiel auf so eine richtig krasse fotorealistische Basis trägt. Ja. Oh. Jetzt, guck mal, du musst mal kurz helfen hier. Uff.
Gott. So, das war's mit dir. Weißt du, das erste Wildschwein gerade da oben, das war so gar kein Problem und das hat mich jetzt einfach fast aus dem Leben gebumst. Junge, Junge, Junge. Da kommt Morred. Komm, leben. Ich muss vorsichtig sein. Selbst bei einem Morred gerade. So, das wäre erledigt. Toll. Ruf des Jägers, genug Fleisch für den Winter. Jagdgeschick plus 1, cool. Oh, cool. Das habe ich doch gerne. Kopfnuss und Wasser. Mhm. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich heile mich jetzt hier noch kurz. Und wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Gehen wir dann Richtung Waldläufer. Und dann würde ich sagen, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Bleibt gesund, lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content hier. Und ja, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.